Und jetzt Heiko Herrlich. Seit 5 Wochen Trainer vom VfL Bochum. Der Morgen nach dem Spiel. Erst Training und dann wir. Ein Gespräch in der Mannschaftskabine. Der richtige Platz für offene Worte. Entschuldigung. Ich habe die vergessen, eure Medikamente heute Morgen. Herr Herrlich, so richtig geklappt hat es nicht gegen den 1. FC Köln. Immerhin ein Unentschieden, also 4 Punkte in 4 Spielen. Seit Sie die Mannschaft vom VfL Bochum übernommen haben, es scheint sich ein bisschen was zu tun. Was muss in den Köpfen der Spieler passieren, damit sie wieder gewinnen? Die Mannschaft steht auf dem vorletzten Tabellenplatz oder stand auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und dann ist es natürlich klar, dass ich nicht so viel Selbstvertrauen habe. Und der Glauben an sich selbst geht so ein bisschen verloren. Und da ist es einfach wichtig, dass ich denen eine klare Analyse gebe über ihr Spiel in der Defensive und in der Offensive und denen klare Lösungswege zeige. Ich glaube, es gibt kein Zaubergetränk dafür, irgendwas den Spielern zu geben, dass in 5 Wochen sich alles ändert. Aber wir werden Schritt für Schritt an den Dingen arbeiten und die verbessern. Und eine kleine Entwicklung habe ich schon erkannt. Sind Sie schon ganz zufrieden? Nein, ganz zufrieden bin ich eigentlich nie. Das ist einfach so, weil Fußball lässt sich immer nur optimieren und nicht perfektionieren. Man kann Probleme immer nur optimieren. Es gibt ein Thema, das die Bundesliga in den letzten Tagen beschäftigt hat. Und das war der Freitod von Robert Enke und seine vorausgegangene Krankheit. Und auch Sie haben ja die Fußballwelt einmal mit Ihrem persönlichen Schicksal sehr aufgewühlt. 2000, als sich herausstellte, dass Sie einen bösartigen Gehirntumor hatten. Wie war das für Sie damals? Ja, es war ja damals von uns oder von mir der Wunsch, auch damit in die Öffentlichkeit zu gehen von Anfang an, weil ich einfach wollte, dass jeder klar weiß, was mit mir ist. So ist die Diagnose und damit gehe ich jetzt so und so um und dann habe ich meine Ruhe und genauso kam es auch. Sie haben mal gesagt, dass die Krankheit für Sie eine wichtige und sogar glückliche Phase war. Warum? Also glückliche Phase muss ich jetzt relativieren. Man macht sich sicherlich über viele Dinge Gedanken, die in dem Moment, wenn du diese Diagnose bekommst, Hirntumor, deine Frau ist im 3. Monat schwanger, du weißt nicht, siehst du überhaupt jedes Kind nochmal, wo völlig alles unwichtig wird. Alle Träume, alle Gedanken, alle materiellen Wünsche, die du hast, ne? Alle Dinge, über die du dich aufregst, die Kleinigkeiten drumherum, werden in dem Moment völlig unwichtig. Ich wusste nicht, wie das weitergeht mit dieser Krankheit. Aber ich habe mir überlegt, ob ich jetzt noch 30 oder 40 Jahre lebe und ein Arschloch bin, in Anführungsstrichen, oder vielleicht eine Woche oder 10 Tage, aber aufmerksam bin, in jedem Moment aufmerksam, den Menschen mein Bestes einfach gebe, so wie ich bin, ehrlich, klar bin, dann habe ich mehr von meinem Leben, auch wenn es nur noch eine Woche ist, als wenn ich jetzt noch 30 Jahre mir Sorgen mache über morgen oder in 10 Tagen und was ich dann und dann mache. Also für mich war das befreiend. Beeinflusst das Ihre Trainertätigkeit jetzt? Es macht mich mutiger. Wenn du Ziele definierst, hast du immer viele Leute drumherum, die dann sagen, oh, was große Ziele. Ah, schauen wir mal, wie er irgendwann fällt. Ne? Und sich dann nur rumgucken nach rechts und links, wo wieder einer fällt. Und oh, der klatscht aber schön auf. Prima. Das ist mir völlig egal, ob sich damit einer freut oder nicht freut. Ich habe diese Ziele, ich verfolge die gnadenlos. Und wenn ich mal hinfall, dann stehe ich ganz schnell wieder auf. Ganz herzlichen Dank. Bitte und alles schön. Gute dann. Dass Dankeschön. Die Träume in Erfüllung gehen.